InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Ja, heute haben wir eine super Stimmung, super Event gehabt und ist natürlich immer wieder eine Gaudi, wenn man fahren kann, wo man angefangen hat und einfach zum Spaß, worum es eigentlich auch gehen soll, dass man Spaß hat am Wasser und das ist natürlich super da. Ich habe zum Zehen aufgehört, einmal in einem durch 10 Saltis. Ja. Ist das ganz normal oder muss man da schon jahrelang drauf hin trainieren? Ja, es dauert, es beansprucht definitiv ein bisschen Training. Und ja, Ehrgeiz auf jeden Fall. Du warst ja in Norwegen und dort warst du eigentlich wegen Eishockey. Genau. Und dort warst du auch sehr erfolgreich. Und jetzt doch wieder zurück zum Wavesport, zum Wasserskisport. Ja, genau. Ich war jetzt 4 Jahre in Norwegen oben, Eishockey performt und im Sommer dann eben immer Wasserski gefahren. Und jetzt habe ich mich immer entschieden, mich aufs Wasserskifahren zu fokussieren und mein volles Potenzial rauszuholen. Und ja, wird spannend, wo es hingeht. Wir wünschen alles Gute. Danke.